Ja, hallo, hallo und willkommen zurück bei Night of the Dead zu Tag 13. Der hat gerade begonnen, die Horde ist hinter uns und ich hatte hier neue Lagerkisten gebaut. Das habe ich jetzt hier aufgetrennt ein bisschen. Waffenrüstung, Aufsätze und diese ganzen Story-Items sind jetzt hier hinten drin. Und ansonsten habe ich noch hier getrennt die ganze Nahrung von diesen Upgrade-Materialien hier. Ja, heute möchte ich gern ein weiteres Story-Item holen. Laut diesem Tagebucheintrag hier soll das in einem Gefängnis sein. Ich habe mir das auch schon auf der Karte markiert. Und zwar ist das hier unten. Da müsste ich mit dem Bike hinkommen. Müssen wir einfach hier irgendwie langfahren. Das sollte kein Problem sein. Und danach, ja, steht weiterhin Kupfer auf der Einkaufsliste. Und vielleicht auch ein bisschen Eisen. So, jetzt ist die Frage, wie sieht es hier mit Benzin aus? Es sieht gar nicht aus mit Benzin. Das ist natürlich sehr schlecht. Schauen wir mal rein. Irgendwo habe ich hier bestimmt noch Benzin. Hier sind 99. Und hier ist auch noch viel mehr. Okay, das sollte auf jeden Fall reichen. Kann ich hiermit einfach runterspringen oder passiert dann irgendwas mit dem Motorrad? Könnte es natürlich auch unten einfach wieder aufbauen. Aber vielleicht. Okay, das war jetzt einfacher als gedacht. Ah, okay, ich komme auch hier wieder raus. Okay, dann raus aus der Stadt und in Richtung Gefängnis. Mal schauen, wie lange ich brauche, bis ich das Item da finde. Es sollte irgendwie im zweiten Stockwerk vom Gefängnis sein. Das steht da zumindest im Tagebuch. Und wenn wir eher fertig sind, dann schauen wir, dass wir noch ein paar Rohstoffe rankriegen. Und morgen geht's dann, wie gesagt, in die Wüste. Den musste ich mir gönnen. Vor dem Pelz habe ich nämlich gar nichts mehr. So, ist es das da hinten? In der Ferne? Ich glaube schon. Ich bin halt ein bisschen falsch gefahren. Ich bin viel zu weit südlich gefahren. Ich muss, glaube ich, hier rum um diese kleine Bucht. Sonst komme ich da gar nicht hin. Probieren wir das. Jo, hier sieht's schon sehr gefängnismäßig aus. Wie mache ich das mit dem Bike? Ich baue das wieder auseinander, oder? Das macht Sinn. Hä? Wieso geht das nicht? Ach, weil ich den Schraubenschlüssel in der Hand haben muss, oder? Ja. Das regeln wir gleich. Aus dem Weg! So, weg mit euch. Ihr habt hier nichts verloren. Na, die meisten beherzigen den Ratschlag, aber nicht alle. So, hab gerade mal noch den Bogen repariert. Der war nämlich schon fast komplett kaputt. Dann gehen wir doch mal rein hier. Jetzt, wo wir den Vorplatz hier geklärt haben. Und hier gibt's auch ein bisschen was. Hier ist noch eine Munitionsschachtel. Sehr cool. Und Material. Okay. Dann rein hier. Zweite Etage hieß es. Oder? Warte, ich guck nochmal nach. Zweiter Stock vom Gefängnis, ja. Was soll denn hier einen zweiten Stock haben? Da kommen ja gar nicht viele Gebäude in Frage, oder? Das ist vielleicht ein Vorteil. Oh, okay. Schauen wir doch erstmal hier rein. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein Bücherregal. Das könnte vorteilhaft sein. Denn ich habe noch lange nicht alle diese Skillbücher. So, was gibt's denn im Bücherregal? Ah, schade. Keine Bücher. Hier gibt's auch nichts Interessantes. Das sieht aus wie ein Kühlschrank. Oh ja, sehr gut. Und den kann man sogar auseinandernehmen. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, fertig in dem Raum. Geht's hier weiter? Sieht so aus.
Dann gucken wir doch mal in das Hauptgebäude hier rein. Hallo. Oh. Richtig bescheuerte Umgebung hier zum Nahkampf. Viel zu eng. Au. Was gibt's hier? Wieder kein Buch. Betrug. Hier kommen jetzt immer von draußen immer welche rein. Das ist eine von diesen unangenehmen Tageshorden wahrscheinlich. Mal ein bisschen heilen. So, kann man hier einfach reingehen? Oh ja. Ich glaube, hier wollte einer flüchten. Leute, ihr habt hier Gefängnisausbruch. Achtung! Na, wo willst du hin? Wo willst du hin? Ah, verdammt. Der hat einen Helfer. Jetzt nicht mehr. Schau vielleicht erstmal hier in den Nebenraum rein, bevor wir durch den langen Gang da gehen. Aber hier scheint auch nicht viel zu sein. Nee, nee. Höchstens die beiden Munitionsschachteln hier. Und da kommt schon wieder Besuch. Na gut, dann gehen wir wohl doch hier den Gang lang. So, soll ich jetzt hier jede einzelne Zelle kontrollieren? Oder wie sieht das aus? Irgendwo müssen ja die Story-Items sein. Oh, der hat eine Spulenbox bewacht. Das ist sympathisch. Gitterschrank. Oh, Lederrüstung. Nehme ich nur das Reparaturkit mit. Nehmen wir mal die andere Seite von dem Zellenblock hier. Ja, toll. Die Tür kannst du ja gar nicht aufmachen. Was für ein Quatsch. Die sind ja alle zu. Außer der hier. Aber hier ist auch nichts drin. Na, toll. War ich hier schon dran? Nee. Aber das Buch habe ich schon. Ja, unser erstes Kupfer für heute. Wow. Tja, also hier ist nichts, was irgendwie nach Story-Item aussieht. Dann gehen wir mal raus auf den Hof und gucken in die anderen Gebäude rein. Oh, der ist ja hinter der Wand. Okay. Hat man so nicht gesehen. So, was mit dir? Bist du auch hinter einer Wand? Nee. Jetzt bist du aber tot. Das ist auch okay. Na schön. Gehen wir mal in dieses Gebäude hier rein. Alle tot. Da ist nichts, da ist nichts. Das ist zu, da ist nichts. Hier ist irgendein kleiner Schrank. Ah, das zweite Mal Kupfer heute. Hier sind welche drin, aber es ist auch zu. Komme ich nicht ran. Hier gibt es einen Munitionsschrank wahrscheinlich. Du haust mich nicht. Komm da vom Geländer runter. Sind doch hier nicht im Kindergarten. Hat hier zwar auch was mit Erziehung zu tun, aber nicht unbedingt für Kinder.
Oh, das sieht doch aus wie das, was ich gesucht habe. Das hier ist das Item. Was ist das? Ein Mobiltelefon. Und das nächste Tagebuch-Update. Wo führt es uns denn als nächstes hin? Du kannst entkommen, indem du die defekte Kommunikationsanlage reparierst. Ah, das ist wahrscheinlich. Keine Ahnung, wo das ist. Muss ich gucken. Koordinaten sind ja da. Zeichne ich mir dann irgendwie nach der nächsten Welle mal ein. Und das müsste schon das letzte Ding sein. Damit kann man dann quasi von hier entkommen und sozusagen das Spiel gewinnen, wenn man so will. Ja, das werde ich dann auch früher oder später machen. Aber erstmal gibt es ja hier noch einiges zu entdecken. Zum Beispiel zwei Biome, in denen wir noch gar nicht waren. Etliche Bücher. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun vorher. So, in dem Gebäude war ich schon. Hier waren wir gerade eben drin. Komme ich hier in so einen Turm rein oder ist das hier nur per Leiter erreichbar? Leiter, die man nicht benutzen kann. Nee, hier kommt man nicht rein. Das ist völlig zu. Schade. So, wenn das Zeug hier so rumsteht, warum nicht mitnehmen? Da ist immerhin auch Kupfererz dabei. Da hinten wäre noch ein Gebäude, wo ich noch nicht drin war. Na los, dann machen wir das auch noch sauber. Und dann verschwinden wir wieder von hier. Was ist denn das hier? Das sieht ja fancy aus. Ach so, das sind die. Oh, wir hatten da gerade geschossen. Oder war das eine Halluzination? Da hat doch gerade irgendwas geschossen. Boah, diese blöde Tür. Verschwinde Tür. Aus dem Weg Tür. Haben wir es jetzt oder sind hier noch welche drin? Ach so, oben wahrscheinlich. Ja. Gut, gehen wir einmal hoch. Oh, hier sind Bücherregale. Dann weg mit euch. Da hinten ist noch ein letzter. So, okay, hier sind noch ein paar Loot-Container. Dann schauen wir uns die mal an. Eine Dose. Na, super. Kein Buch und auch kein Buch. Gut, dann gucken wir mal noch unten. Hier war noch ein Gitterschrank. Und ob hier sonst noch irgendwas ist auf der Etage. Ja gut, die gute Spitzhacke habe ich ja nun schon. Ja, brauche ich alles nicht. Kann hier gerne drin bleiben. Und ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein. Nochmal drei Dosen. Okay, dann verschwinden wir von hier. Einmal voll tanken. Wo ist mein Benzin? Irgendwo hier liegt es bestimmt rum. Da. Okay. Na, dann fahren wir mal, bis wir hier irgendwas sehen, was sich looten lässt, würde ich sagen. Geht es in die Richtung dann noch weiter? Ich guck mal eben, weil. Oh, hier gibt es Bären, oder was? Ne, hier geht's nicht weiter. Hier ist die Straße einfach zu Ende. Ja. Oh, Wölfe. Brauche ich noch Wolfspelz? Könnte man sich mal überlegen. Hey, lass das Torwart in Ruhe. Ja, nee. Komm, dann drehen wir um. Fahren wir die Straße einfach mal zurück in Richtung unserer Stadt. Hier gab es ja irgendwie auf dem Weg noch die ein oder andere Sache, wo man was looten könnte, um vielleicht noch ein bisschen Kupfer zu finden. Ansonsten finden wir Kupfer sicherlich auch in unserer Stadt. Da gibt es ja noch dieses hohe Gebäude, was noch nicht ganz fertig ist, gelootet. Nur zur Hälfte oder so. Vielleicht schauen wir einfach da nochmal rein. Aber wir können ja auch mal hier anhalten. Hier hängt einfach ein Fuchs im Zaun fest. Jo. Das macht ja ganz schön schlau, der Fuchs, oder? Haha, weil er ein Fuchs ist. Oh, nee, vielleicht ist er doch kein Fuchs. Aufmachen, wer versteckt sich hier? Oh. Weg mit dir. Hallo. Boah, mit der Nahkampfwaffe in diesen engen Räumen hier. Sehr unangenehm. Oh, schau mal hier rein. Hier gibt's nichts. Hier gibt's ein bisschen Kupfer. Aber ganz ehrlich, so wirklich gut ist das nicht, was hier an Mengen rumkommt.
Oh, wo kommt ihr denn her? Au. Bist du mir echt vom Gefängnis bis hierher nachgelaufen? Eieiei. So, noch eine Materialkiste und hier ist noch ein Gitterschrank gewesen. Aber wahrscheinlich nur wieder das Übliche drin. Ja. Habe ich alles, brauche ich nicht. Vielen Dank und tschüss. Hier ist einfach ein Krokodil. Ey! Hör auf, Krokodil! Weg mit dir! Ey! Oh Gott! Trifft mich nicht mal. Geh weg, Krokodil. Au! Wow! Okay. Das hat ja ordentlich was drauf, das Krokodil. Ach du Scheiße. Komm, weg. Und ihr hört bitte auf, mein Bike anzugreifen. So, über zu wenig Krokodilhaut können wir uns jetzt erstmal nicht beschweren. Ich mache noch hier rein, ob es hier irgendwas gibt. Hier ist schon mal ein Bücherregal oder sowas. Und ein Vogel ist hier drin. Pff. Ey. Oh, Mist. Ich bin in der Falle. Boah, Vogel. Ah, okay. Ich dachte schon, ich hätte diese Taube hier aus dem Spiel rausgelöscht. Aber ist nicht so. Dann mal ran an die Container. Ja, Bücherregal. Hat auch nicht viel. Nur ein paar Forschungsmaterialien. Schade, schade. Das war wohl auch nichts Besonderes. Ja, ich glaube, diese kleinen Einfamilienhäuser hier, diese Bauernhöfe oder was das sein soll, das kann man sich wahrscheinlich sparen. Außer vielleicht ganz am Anfang vom Spiel. Aber ich kriege hier nicht die Sachen raus, die ich gern hätte. Ich wollte doch mal schauen, was das hier ist. Können wir allerdings nur, wenn wir da auch irgendwie reinkommen. Das werden wir uns gleich mal angucken. Ja, man kann das hier aufmachen, okay. Oh Gott. So, hier ist irgendein Equipment runtergefallen. Das war eine blaue Holzfäller-Axt. Also nichts Besonderes. Weißt du, was ich mache? Ich fahre mit dem Bike auf das Gelände rauf und mache dann die Tür zu. Dann muss ich mir keine Gedanken um das Bike machen. So. Ganz dreist reingesneakt. Und Tür zu. Da haben wir gleich Kupfer. Dann schaue ich mal rein. Ist das hier irgendeine Fabrik oder so? Ich hatte ja in irgendeiner Folge schon so eine Vermutung geäußert. Tja, ist halt relativ leer. Also hier sind überall mal so ein paar Kisten, die man kaputt machen kann, aber so wirklich gute Sachen stehen jetzt hier nicht drin. Ist vielleicht noch ein bisschen Munition drin. Und das war es dann auch schon von diesem Gebäude hier. Na gut, haben wir immerhin noch ein bisschen Benzin mitgenommen, beziehungsweise Öl, was ja am Ende das gleiche ist. Gut, ja, das Inventar ist jetzt sowieso voll. Also fahre ich direkt nach Hause. Erstmal abladen und dann können wir schauen, dass wir in unserer Stadt noch ein bisschen Kupfer finden und uns dann auf die Nacht vorbereiten.
So, mit vollem Inventar kann ich das Bike nicht auseinandernehmen. Dann nutze ich einfach mal kurz die Garage zur Abwechslung. Stellen wir das hier rein. Tür zu. Oh, und dann lade ich erstmal mein Zeug ab. So, ich glaube, heute ist der Tag, wo ich mal die Schrotflinte ausprobiere. Einfach so, just for fun. Lass mal die normale Waffe hier. Munition habe ich schon. Dann schaue ich einfach mal, was die kann. Fürs Bike interessieren sich die Zombies gar nicht mehr. Ist scheinbar auch niemand hinterhergelaufen. Lassen wir das mal da drin und ich gehe mal hier nochmal in dieses Haus rein. Das ist, glaube ich, ein ideales Testgelände für die Schrotflinte. Denn da haben wir ja noch einige Etagen zu klären. Noch einiges hoffentlich an Kupfer rauszuholen. Vielleicht gibt es ja da noch mehr Elektrogeschäfte, wo überall Tablets rumliegen. Das wäre natürlich stark. Oh, da hinten ist ein... Da hinten ist eine rennende Diplomarbeit. Ah. Treffe ich doch nicht auf der Entfernung, oder? Boah. Oh, doch. Wow. Okay. Und das ist ja nicht nur eine rennende Diplomarbeit, sondern auch ein rennender Haufen Kupfer. Gib mir mal deinen Rucksack. Ehre. Oh, da ist noch ein Handbuch zum Fechten. Meister Blade. Warum übersetzt man nur die erste Hälfte vom Wort? Okay, gucken wir uns zu Hause dann an. Das ist bestimmt eins, was ich noch nicht habe. Wüsste ich jedenfalls nicht. Hey du. Oh, nice. Oh, hier gibt es schon Respawn oder was? Ah, das ist ja kacke. Das ist ja Mist. Aber der Loot in den Containern ist ja nicht gerespawnt. Okay, ich renn mal nach oben. Guck mal, wie weit der Respawn hier ist. Wie viele mir jetzt gleich hinterherlaufen. So, ich glaube, vierte Etage hatten wir noch nicht. Ich mache auch gleich die Fackel wieder an, wenn ich mal kurz in Ruhe gelassen werde. Das wäre sehr gut. Gucken wir mal kurz hier. Ja, okay, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Oder? Ja, hier stehen auch noch die ganzen Laptops rum und das alles, was man hier auseinanderbauen kann. Okay, perfekt. Na, das ergibt doch eine gute Menge an Kupfer. Wenn hier noch so ein Elektronikgeschäft oben ist, ist doch perfekt. So, haben wir hier noch irgendwas? Nope. Ah, da ist noch eine rennende Diplomarbeit. Geil. Nummer 2. Und die hatte noch mehr Bücher dabei. Katzenphysik. Profiboxer habe ich, glaube ich, schon. Billy the Kid habe ich noch nicht. Sergeant. Okay. Nice. Wird ja immer besser hier. Ich glaube, dieses Gebäude sollten wir vollständig klären. Einfach für die ganzen Ressourcen und Diplomarbeiten. Dass ich jetzt hier schon in... Weiß ich nicht, wie lange bin ich hier drin? 4 Minuten? Und jetzt schon so viel Kupfer? Kannst du dir nicht ausdenken. Das ist alles... Schmutz. Hier ist noch ein Bücherregal. Die Kunst des Krieges habe ich jetzt schon 100 Mal gefunden. Das brauchen wir nicht mehr. Okay, dann haben wir die Hälfte der Etage schon mal fertig. Gibt es noch Elektrogeräte? Jo, Kupfer. Dann kommen wir auf die Seite. Glaube, die kann man nicht auseinandernehmen. Und hier drin war nur ein Zombie. Selbst in den Schränken ist Kupfer drin. Na gut, dann noch eins weiter nach oben. Nächste Etage.
Hey, hör auf zu schreien. Au. Das war Gift. Oh, ganz schön low von Energie her. Weg mit dir, kleiner Krabbler. Du musst auch weg. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier ist wieder der Ladengeschäftsbereich. Sieht diesmal aber nicht aus wie Elektrogeräte. Oder? Oh doch. Ist das auf jeder Etage? Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Und die Mengen an Zombies ist ja auch gerade im Wahnsinn. Aber wenn ich dafür so viel Kupfer hier kriege, dann kann ich damit leben. Will ich mich mal nicht beschweren. Oh. Die jetzt von draußen reingekommen. Das kann gut sein. Ja, weißt du warum? Weil ich mal wieder nicht die Tür zugemacht habe. Es ist immer dasselbe. Jesus. So, letzter kleiner Raum auf der Etage. Nicht viel drin. So, okay, machen wir noch eine letzte Etage und dann will ich erstmal zurück nach Hause. Brauche noch ein kleines bisschen Zeit, weil ich da noch ein bisschen die Stromsituation verbessern will. Bevor dann die Zombies kommen. Heute wieder gerade Welle, also Welle 14. Das gibt wieder Ärger mit Riesen, falls sie den Weg zu mir finden diesmal. Und gut möglich, dass es diesmal schon zwei werden. Nicht nur einer wie sonst bisher. So, hier gab es nochmal Kupfer im Automaten. Und das ist auch wieder so ein Elektronikgeschäft da hinten. Richtig cool. Das gibt wieder Fettkupfer. Das hier brauche ich alles nicht. Nehme ich mir nur das Repair-Kit mit. So, irgendwer brüllt hier. Aber ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Oh. Au. Shit. Au. So, mal ein Hühnchen essen. Ja, wo der Brüllaffe ist, weiß ich nicht. Der wird wahrscheinlich unter uns in der Etage irgendwo rumlaufen. Das ist ja nicht so gut. Mal schnell zusehen, dass ich hier alles gelootet bekomme. Sonst kommen hier immer mehr Zombies. Das ist alles nichts. Hier gibt es noch zwei Tablets. Oh mein Gott. Au. Ja. Ganz genau das wollte ich vermeiden. Ich glaube, ich muss den erstmal suchen gehen. Ach, da vorne ist er doch. Hey, Schrotflinte. So. Was das ist? Das ist mein Orientierungspunkt fürs nächste Mal, wenn wir hier sind. Dann weiß ich nämlich, bis welche Etage ich geklärt habe. Denn ich merke mir das garantiert nicht. Habe jetzt auch nicht mitgezählt. Aber nächstes Mal sehe ich diese Barrikade und weiß dann, okay, eine Etage höher geht's weiter. Und jetzt geht's erstmal raus hier, ab nach Hause, Loot weglegen und noch ein paar Windräder bauen. Hä? Wieso ist denn das hier offen? What the fuck? Wie habt ihr denn... Ach... Haben die Tür kaputt geprügelt? Ja, die Tür ist raus. Ach, das ist eine zerstörbare Tür. Das wusste ich nicht. Okay. Wieder was gelernt. Gut, ich nehme meinen Schraubenschlüssel. Reiß das hier mal ab. Das Bike. Wollte ich ja sowieso machen. Puh. Glück gehabt.
Wäre echt beschissen, wenn sie das Bike kaputt gekloppt hätten. Oh Mann. So, mach mal ein paar Stecker. Mach mal ein paar Motoren. Einen hiervon, weil ich will auch ein Solarpanel bauen. Und vielleicht ein paar Batterien, damit ich davon noch welche hinstellen kann. Zumindest eine. Und was brauchte man, um die zu upgraden? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Impulstransformator und die elektrische Platte. Okay. Gehe ich erstmal hier drüben hin zu den Riesen, also zu dem Riesenstromkreis und baue hier erstmal ein Solarpanel hin und anschließend noch ein zweites Windrad. Dann haben wir auch hier fünf dran an der Batterie. Auch das hier darf gerne beleuchtet sein. Habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und dann werde ich diese Batterie hier, die den ganzen Stromkreis versorgt, beziehungsweise die dann weitergeht an diese Fallensteuerung, die werde ich einfach direkt upgraden. Fallensteuerung sollten wir vielleicht auch upgraden, wenn wir hier jetzt noch mehr anschließen wollen. Mach mal noch zwei elektrische Stromkreise, tun mir ein bisschen Plastik, dann haben wir da auch eine bessere Fallensteuerung. Die wird sich dahingehend unterscheiden, dass sie einfach mehr Strom durchlaufen lässt. So, schön mit Radar da oben, wofür auch immer der ist. Oh mein Gott. Ah, nein, 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 nein. Stopp. Und einmal aus. Brauchen wir jetzt nicht. Da fangen die einfach alle an zu schießen. Ja. Weil sich die Einstellungen zurückgesetzt haben von der Fallensteuerung. So, ich werde mal noch weitere Stachelwerfer platzieren an verschiedenen Orten. Einen will ich mal hier raufstellen. Einfach, falls hier Riesen langlaufen, dann kriegen die ein bisschen was mit den Stachelwerfern. Die müssen wir natürlich auch noch upgraden. Da brauche ich noch Transistoren. Aber erstmal noch einen zweiten Stachelwerfer. Und den dachte ich, will ich hier irgendwie vielleicht neben das Geschütz oder so. Na, hier wird es wahrscheinlich durch die Windräder blockiert. Kann ich es hier auf die Brücke tun? Ja, kann ich. So, perfekt. Hey. Sei mal still da unten. Wird noch zwei Transistoren gebaut. Dann können wir hier nämlich auch das Upgrade durchführen. Dann muss ich jetzt nur noch die verkabeln und ein bisschen Munition bauen für die. So, machen wir jetzt 20 mal 10, also 200 bessere Ballistenbolzen. Oh wow. Die jetzt hier überall rumfliegen. Scheiße, ist mein Inventar voll? Oh no. So, habe ich jetzt alle? Keine Ahnung. 90, 90, kann sein, dass mir jetzt irgendwelche fehlen. Aber das macht nichts. Mindestens 180 habe ich aufgehoben. So, dann haben wir die bestückt. Dann sind wir hier noch ein bisschen besser ausgerüstet gegen die Riesen. Und damit würde ich dann jetzt die Folge beenden und wir starten in der nächsten durch mit der 14. Welle und schauen danach mal, was die Wüste so für uns zu bieten hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und damit bin ich raus für die Folge. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.